Hierat, das wird nicht sehr werden. Was für weirde Gestalten eigentlich hier beim Scharlachrot und Kreuzzug so mitgemacht haben. Das stimmt. Unter allen WoW-Kreaturen, die ich kenne, ist das eine der weirdesten. Kontakt. Ich habe das geklärt. Schnappt dir schnell den Waffen rein. Das muss doch hier irgendwo sein. Wieder Egelwirbel. Nein! Bedarf. Okay, wir liegen gut im Rennen. Einer hat schon Egelwirbel. Oh. 2 zu 3 schon. Ach, impossible. Okay. Ich fass es nicht. Nicht wie umgerät. Was hat er denn bitte schon hier für den Run getan? War das der Tank? Haben wir uns gerade eingetragen? Jo. Okay. Ich glaube, es war der Tank. War das ein guter Tank? Ja. War kein schlechter Tank. Dann soll er so nochmal davon kommen. Ich habe mir auf die Lippe gebissen. Na. Woo, Scharlachrot Kloster! Wenn diese Weingummis haben dieselbe Konsistenz wie meine Lippe. Da kannst du dann nicht merken, wenn du die Lippe auf einmal hast. Doch, habe ich ja. Als es wehtat, als ich mit dem Zahn schon drin war. Ja, manchmal glaube ich, du hörst mich nicht so. Hey. Ist ja auch gerade, dass du das Achievement gekriegt? Zick. Dass wir mal beide 20 Stunden Quests gemacht haben. Zur selben Zeit. Tolli. Seltsamer Zufall. Ist es wirklich, wenn man das andere Let's Play gesehen hat? Jemand hat die Party verlassen. Wir suchen Mitstreiter für die Waffenkammer. Weil das muss ich ehrlich sagen. Kommt bestimmt in so anderen MMOs viel cooler rüber. Ja. Wenn da wie früher bei WoW oder in irgendeinem Hauptstadt-Chat schreibt: plane Gruppe für so und so, suche noch Tralala. Ja, damals waren Inis so wirklich was wert, sozusagen, wenn die mal gemacht haben. Ja. Ich finde, man hätte damals die Erfahrung von Inis echt noch erhöhen können. Es wäre halt ein extremer Vorteil für Leute, die so wirklich Leute kennen, oder? Oh ja. Guten Willen haben und so. Oder willst du sagen, WoW-Spieler haben keine Freunde? Ja. Na, das stimmt vielleicht wirklich. Es wäre halt zu unausgewogen. Na, und jetzt haben wir Ferrets. So sieht's aus. Na, das wäre nicht meine Schuld. Aha, das andere schon. Ja. Weißt du, dieser sogenannte Lead Designer? Ich finde, es ist eigentlich nicht schlecht geworden mit dem Dungeon Browser. War. Habe ich gedacht, das ist scheiße? Nee, also ich. Du eröffnest ein neues Thema. Ja, das finde ich auch gut. Weil so, wenn man so zurückdenkt, damals,
da ist man beim Leveln kaum dazu gekommen, mal eine Ini zu machen. So. Das stimmt. Jetzt, wenn man einen Healer oder einen Tank dabei hat, schon. Nein. Auch mit Mage habe ich voll viele Inis gemacht. Also wenn ich bedenke, in der Wildnis, da kann man die Augäpfel von Tieren essen, das rohe Herz. Da können doch so leicht abgelaufene Weingummis kein Problem sein. Ja. Die Frage stelle ich mir auch immer. Okay, vielleicht isst man sowas in der Wildnis auch nur, weil man sonst wahrscheinlich sterben will. Aber. Möglicherweise. Ich hasse es, Sachen zu essen, nur weil sie halt hier sind. Oh. Ich brauche, glaube ich, auch so eine Oralfixierung. Ach, ja. Oh, Jesus. Nee, jetzt mal schwierig. Ja. Weil, würde es hier nicht liegen, würde ich es nicht essen. Aber ich würde gar nichts essen. Ich würde vorher in die Küche gehen und dann hätte ich mir was zu essen verdient. Das ist totally okay. Und was bringt jetzt eine Oralfixierung, wie du sie nennst? Mit einer Oralfixierung würde ich vielleicht erst gar nicht in die Küche gehen, weil ich gar nicht auf die Idee kommen würde, dass ich was essen könnte. Was genau macht denn diese Oralfixierung? Du hast schon irgendwas im Mund halt. Du hast schon Streichholz oder so. Das ist eine Oralfixierung? Das ist eine Oralfixierung. Das befriedigt deinen Drang, irgendwas mit dem Mund zu machen? Ich habe überhaupt keinen Drang, irgendwas mit dem Mund zu machen. Das stimmt nicht, oder? Ich habe nur immer Durst. Nee, das stimmt auch nicht. Du brauchst immer Flüssigkeit im Mund. Das nennt man nicht Oralfixierung. Das nennt man krankhaft. Oder auch ein Fetisch. 1600 hat er gemacht. Das nennt man Oral. Naja, ne? Live-Tab. Um hier auf wirklich wichtige Dinge zu kommen. Ich habe ein bisschen Angst, dass du in der Arena aussiehst. Dass ich so richtig out of mana bin immer im Alter. Wenn du gerade nicht healen kannst, man kann nicht live tappen und so. Macht immer keinen Kopf. Dann gehst du mit Rest-Shamana out of mana. Und dann bin ich quasi auch out of mana. Macht immer keinen Kopf. Das Gute ist, dass wir keinen CC haben, der bei Dot Damage quasi bricht. Weil dein Hex hält das aus, mein 4 hält das aus. Ja, das ist richtig. Und mit Glyphe ist mein Hex auch noch deutlich stärker als das dann. Was macht denn die Hexglyphe? Nochmal 10 Sekunden geringer Cooldown. 35 Sekunden im Vergleich zu 60 beim Stun. Oh nein. Das gefällt mir. Mein Güte. Ich brauche echt Schokolade, Kohle. Diesen Weingummi fühlt mir ganz komisch. Die sollst du ja auch nicht essen. Die sind ja nicht zum Essen, Scooby. Das sind die, nicht diese Gummis. Das sind die Dichtungen. Warum sollte man diese Dichtung aus Wein herstellen? Nein, sie sind für Wein. Aua. Weinflaschen, Scooby. Nein. Okay. Das erklärt, warum wir so ein Gütesiegel haben. Und geprüfte Sicherheit vom TÜV. Das Ding kommt aus dem Laden Sanchens Süßware. Da 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 da.
Ping des Lichts. Bleib da. Also immer wenn ich voll bin, habe ich das Bedürfnis, Live-Tap zu machen. Heißt dann gegen alles. Gott, die Lava-Eruption hat verfehlt. Ich kaste weiter, you guys. Woo! Volcano Erupt. Sterbt, ihr Ungläubigen. Boah, geübtes Reiten. Oh, ausgerechnet der Neue. Da haben wir eigentlich 12.000 gekriegt. Das Ding gibt eigentlich nur 5.500. Haben diese 12.000 nicht vom Boss? Meinst du? Ja, krass. Ja, wir haben. Holy shit. Aber ich habe noch zwei Beutelchen. Das ist ja so viel wie ein fucking Quest. Mehrere, drei Quests. Zwei. Oh, jetzt habe ich diese Packung weggelegt, liegen immer noch vier Weingummi. Oh, Scheiße. Das ist mir aus meiner oralen Fixierungsklemme rausgefallen. Oh, ist die türkische Cloud, nice. Nice, hier gibt's Insta-Quest. Giftkümmlinge sind irgendwie so komisch. Boah, das war schon nur welche ersten, die du hier siehst. AOE. Tja, sind wir schon 40, wie krass das ist. Außerdem bei 40 gibt es keinen Talentpunkt. Ausgerechnet bei 14 nicht, oder? Nein. Warum hat dieser Warlock kein Pet? Wie awesome. Wir haben dann ja den Silence. Wir haben Silence, ja? Komm mal. Irgendwie ein Free mit Todesrüder hätten wir auch wieder zwei richtig gute Sein. Mit Mage war das auch so, aber nein. Meinst du, der Todesrüder oder ein Krieger ist besser? Mit der X-Meister. Ich glaube Todesrüder. Ehrlich? Was bringt dich dazu? Purer Egoismus. Ich glaube, man geht eher auf den Todesrüder als auf den Krieger. Ich habe echt Angst vor Kriegern, muss ich sagen. Ich meine, hat das gesehen, wenn wir uns gesplittet hatten? Vanessa auf Dingens gegangen, so wieder. Konnte ich den Lock alleine legen. Und sowas von ohne Probleme. Jo. Aber man muss auch sagen, die haben das nicht so gut angestellt irgendwie.
weder die Loks noch ihr Team überhaupt. Ich meine, das weiß man einfach und dann hilft das Team einem einfach dabei. Weißt du, weil das ist dann halt so eine Schwachstelle von der Com. Und die kann man durch Teamwork zumindest minimieren. Das haben die nie gemacht. Vielleicht, ne? Ja, dann tötest du das wahrscheinlich auch besser, dir da zu helfen. Ich meine, Death Grip und. Ja. Allein. Die Eisketten gehen auf Range statt Hamstring. Allein der Todesgriff schon wahrscheinlich das Wertvollste. Ja. Und dann nur noch ein Unholy mit den ganzen Scourge-Feldern, da kann ich die auch endlich mal nutzen, weil als Krieger konnte ich die ja nie nutzen. Was brachte es mir? Aber so? Kann ich da so wie du gezielt rüberlaufen und stuff? Ne, ich kann Magie fressen. Ja, das kann ja auch noch so sein. Ja. Aber auch fürs 2 und 2. Genau, dass wir da alles haben, ja, im Vergleich zum Kriegerpader. Hex, 4, was Spambar ist. Massen 4 und Spambar, ne? Und ein Todes- Counterspell. Todesmantel, Counterspell. Ich weiß, heißt Spell. Ja, Todesmantel auch noch. Der Spell quasi vom Gegner. Also, wie soll man im Deutschen heißt, weiß ich gar nicht. Der Spell vom Gegner. Die War Magic, also das, was Fellner dann noch kann. So, ja. Zauberraub, nur halt ohne Raub. Zauberverschlingen oder sowas. Ja. Magieverschlingen wahrscheinlich. Das ist ziemlich awesome. Ja, der Winch hier. Winch hier, stimmt. Alle 6 Sekunden Interrupt of Range. Holy shit. Dass das noch nie mal rausgepatcht hat. Ja, ich kann Leute verlangsamen, was ich als Paladin nicht kann. Sogar an der Stelle festfrieren. Holy shit. Ich kann die festfrieren? Mit Frostdrop. Echt? Das ist so wie eine Frostnova, ja. Bei mir hat er den Effekt noch nicht. Komm noch. Komm noch, Köder, keine Ahnung. Das kommt noch. Wenn du mal älter bist. Ich glaube zumindest, dass du sagst, meine, das wäre so. Ich habe es ein paar Mal gesehen, so eine Nova. Ja, aber ich auch. Ich weiß nicht, wie genau. Vielleicht hat es eine Glyphe. Weil da war kein Mage. Lass mal. Dein fucking Erdschild, was einfach so krass stark ist, ja, weil du controlst den Healer, aber es kommt immer noch ein recht guter Heal durch. Und nicht nur, dass man. Dass das Ding einhielt, dann ist irgendwie 10% weniger Damage. Plus die Heals, die man kriegt, werden verstärkt und stuff. Ja, ich habe auch noch einen Hot. Was aus? Prozent Slow Effect, das alleine schon nice. Wo ist eine andere ist schon mal? Jo, die Totem, das krasseste eigentlich, das Erdtotem. Ist das das, was auch verlangsamt? Das ist Erdbindungstotem, das verlangsamt. Aber ich meine das, was einen Spell absorbiert. Ach so, ja. Dann noch Tremor. Tremor mhm. Sowieso, wenn man es mal verkackt. Man fühlt viel mehr Utility. Wahrscheinlich funktioniert deswegen Holy Parler besser mit einem Nahkämpfer. Weil da die Utility halt verlangt wird, weil der Druck einfach stärker ist, wenn man durchkommt. Ja.
Du kommst instant in diese Wolfsgestalt rein, das ist so krass geil. Ja, aber da kann ich nicht geslowt werden, 100%. Pala braucht dafür dann Freedom? Ne, ich nicht. Aber ich auch noch das Ding skillen, dass nach dem 4 die Leute verlangsamt sind. Der gibt zum Beispiel nur 3K oder so. Ja, vielleicht liegt es immer am Final Boss. Hm. Vielleicht kriegen wir dich irgendwas noch hier Erfahrung? Ne, kann ich mir nicht vorstellen. So, das war aber der letzte hier, oder? Echt? Mhm. Hm. Meine Theorie hat schwegen. Gebe ich zu, ne? Na, ich gebe das zu. Ja, gib das zu, ne? Wo ist die Polizei? Auf, wir kommen jetzt zusammen auf den Bad. Aber ich möchte Weingummis nicht essen, Kurs. Mir ist echt ein bisschen schlecht, also nicht schlecht, nur so unbehaglich davon. Guck mal, die typische Gott, war das nicht irgendwo am Arm? Mhm. Und das ist so ein Pech, ja. Nicht mal live, der fühlt sich gleich abgelenkt. Ich fühle mich abgelenkt. Ich fühle mich gebraucht, bin ich abgelenkt. Ich werde vielleicht abgelenkt. Hm. Und fühlst du dich auch ein bisschen missbraucht? Hm. Möchtest du das an? Nö. Hm. Ich frage nur als Hocke, oder? Ich frage nur als Höflichkeit. Muskeln degenerieren sich schon. Schon? Seit Jahren spielst du nur Computer. Okay. Die generieren sich seit Jahren. Wenn überhaupt degenerieren, aber generieren ist okay. Ja, ich hab das verschluckt, aber ich hab's eigentlich gesagt. Nee, gemeint, aber auch nur eigentlich gemeint. Cool, das sagst du übrigens bei Joel der Richtige. Also ich habe mich wenigstens noch kurz dazu gezwungen, was zu machen. Indem ich gesagt habe, na sicher halte ich meinen Kopf für Deutschland, ja, ich bin ja nicht blöd. Der Trick ist ja in so entscheidenden Situationen im Two-on-Two. Man weiß, Healer hat kein Trinket mehr und keine Bubble-Stuff. Und dann bräuchte man noch ein bisschen Zeit. Mach ich einfach Insta-Superbus beschwören? Wie overpowered ist das denn bitte? Dass da noch nie jemand drauf gekommen ist. Wenn der Superbus verbraucht ja kaum Mana mehr für Seduction. Ja. Das Insta-Beschwören kostet mich auch gerade mal ein, so ein Seelensplitter. Ich frage mich immer noch, wie das gedacht ist. Oh, was? Ja, man kriegt der Seelensplitter entweder nur durch diesen komischen Wirbel da, ne? Wie heißt es denn? Soul Harvest, Seelenernte oder so? Oder wenn man beim Tod von dem Ziel dieses andere Ding macht, Drain Soul. Okay. Wie funktioniert das in der Arena? Dann? Auch nur übersehen, ja. Boah, ist doch scheiße. Vielleicht über Drain Soul. Man kann, glaube ich, skillen, dass es auch so eine Chance hat. Das wäre gut. Also wird in den wenigsten Kämpfen, glaube ich, relevant sein. Okay. Weil 3 sind ganz schön viel. Hallo, Rottwurzelstampfer. Rottwurzelstampfer. Ich kümmere mich um ihn. Okay, Scooby, geht kein Risiko ein. 4. Oh, tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich das so treffen werde, Kumpel.
Wenn man Druiden in Arena in